Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut. Und Ihnen? Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut. Und Ihnen? Guten Tag, Frau Kamm. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Danke. Und Ihnen? Hey, Lena. Na, wie geht's? Hallo, Opa. Hallo, Sarah. Wie geht's dir? Hi, Tom. Super, danke. Und dir? Oh, schön. Hm? Die Tasche ist schön. Entschuldigung. Schön? Ja, die Tasche. Emma, komm jetzt. Entschuldigung. Adalbert Stifterstraße. Mist. Ja, ich bin gut angekommen. Du kannst mir die Unterlagen für das Meeting im Hotel hinterlegen. Cool, nochmal. Ins Zentrum bitte, zum Königshof. Ins Zentrum, zum Königshof. Ins Restaurant Königshof oder zum Hotel Königshof? Hotel Königshof. Okay, kein Problem. Hey! Stopp! Tschüss Martina, gute Reise. Mach's gut, Herbert. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Tillmanns. Gute Reise. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Frau Scholl. Alles okay? Brauchst du Hilfe? Hilfe. Help. Do you need help? Ja, Hilfe. Wo ist die Tasche? Die Tasche ist gone in the taxi. Die Tasche ist weg in dem Taxi. Wohin willst du? Wohin? Willst du ins Zentrum? Zentrum, ja. Yara. Wer ist Yara? Meine Aunt. Deine Tante? Nicht schlecht. Du willst zu deiner Tante, zu Yara. Hast du die Adresse? Adresse, Straße, Hausnummer? Adelschiffstraße? Die kenne ich nicht. Komm, wir helfen dir. Yippie! Emma. Mein Name ist Emma. Und das ist meine Tante. Deine Mama. Nein, Lisa ist auch nicht meine Mama. Sie ist meine Tante. Meine Mama fliegt nach Amerika. Sie arbeitet da. Bitte. Danke.
Nico. Mein Name ist Nico. Hallo, Nico. Hallo, Emma. Ich heiße Nico. Hallo, Nico. Hallo. Also, hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? Ich heiße Lisa. Nein, du heißt Nico. Das ist Emma. Emma spinnt gerade. Ich heiße... Ey! Emma. Aber jetzt ist das N weg. Das war Nico. Ich? Moment bitte, ich muss noch kurz tanken. Taxi! Stopp! Nico! Stopp! Sag mal, spinnst du? Was ist denn? Die Tasche. Oh. Die Tasche? Welche Tasche? Warte, Emma. Die Tasche in there. Da ist keine Tasche. Hallo, ich bin Lisa Brunner, das ist Nico. Nico sucht seine Tasche. Und? Ist Nicos Tasche in Ihrem Taxi? Nicos Tasche? Nein, die Tasche ist nicht im Taxi. Nein. Wo? Keine Ahnung, wo deine Tasche ist. Hier ist die Tasche nicht. Komm, wir suchen die Tasche. Suchen. Komm, Nico. Hallo Lisa. Hallo Max. Wie geht es dir? Super, und dir? Auch gut, danke. Hi Emma. Hallo Max. Und du, wer bist du? Ich bin Nico. Hallo Nico. Du kommst nicht aus Deutschland, oder? Entschuldigung? Woher kommst du? Ich bin Max und ich komme aus Deutschland. Und ich bin Emma und ich komme auch aus Deutschland. Ich bin Nico. Ich komme aus Spain. Spanien? Spanien, ja. Ich komme aus Spanien. Und woher kommst du genau? Woher? Wo wohnst du in Spanien? Wohnst du in Barcelona oder in Madrid? Sevilla. Du wohnst in Sevilla? Ich wohne in Sevilla. Nico war auch am Flughafen. Er hat ein Problem. Seine Tasche ist weg. Oh, und was machst du jetzt? Ich suche meine Tante. Nikos Tante wohnt hier in Deutschland, aber er hat die Adresse nicht. Kannst du deine Tante anrufen? Meine Tasche ist weg, mein Telefon ist weg und die Nummer ist weg. Und deine Familie? Kannst du deine Familie anrufen? Nein. Kann dein Vater nicht helfen? Er ist doch bei der Polizei. Gute Idee. Vater? Mein Vater ist Polizist. Police. Vielleicht hilft er uns. Moment. Polizeirevier Ost, Brunner hier. Ah, hallo Lisa, wie geht's dir? Was ist los? Geht es Emma nicht gut? Doch, keine Sorge, Emma geht es gut, aber Nico hat ein Problem. Er war auch am Flughafen, er kommt aus Spanien. Ja, genau, er kommt aus Spanien und er hat ein Problem. Seine Tasche ist weg und er spricht nicht gut Deutsch. Hat er Papiere? Einen Ausweis? Oder einen Pass? Hast du einen Pass? Passport? Nein, Nikos Pass ist in seiner Tasche. Aber er hat ein Foto von seiner Tante. Sie wohnt auch hier in Deutschland, aber Nico hat die Adresse nicht. Meine Tante, she has a bicycle shop. Seine Tante hat ein Geschäft, ein Fahrradgeschäft. Wir suchen also eine Adresse? Die Frau hat ein Fahrradgeschäft, richtig? Okay, dann komm noch mit Nico zur Polizei. Danke, Papa. Ja. Gerne, bis später. Bis später. Und? Vielleicht kann mein Vater uns helfen. Er hilft. He helps. Super. Danke. Mach's gut, Lisa. Ciao, Emma. Tschüss, Max. Ciao, Nico. Viel Erfolg. Wie
Wie ist die Hausnummer, Emma? 38 oder 83? Moment, 11. Ah, ja, dann sind wir richtig hier. Da. Wie viele Zahlen sind das? Wie viele? Das sind 31 Zahlen. 31. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Was ist das? Eine Einladung zum Geburtstag von Charlotte. Geburtstag? Happy Birthday to you. Ah, Geburtstag. Ja, und das hier ist ein Geschenk. Tschüss, Nico, bis morgen. Tschüss, Emma. Lisa, hallo. Und Emma. Hallo. Emma. Tata. Tschüss, Lisa. Tschüss, Lotte, Süße. Habt viel Spaß, ja? Herzlichen Glückwunsch, Lotte. Wie alt ist Lotte jetzt? Sie ist 8. Ah, Emma ist auch 8 Jahre alt. Ich hab hier Emmas Schlafsack und ihre Isomatte. Super, danke. Büro. Im Fundbüro. Hat sie jemand abgegeben? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, sie arbeitet da. Ich habe meine Tasche verloren und ein Mann hat sie abgegeben. Dieser Mann war unser Amor. Und den Finder der Tasche willst du suchen? Tasche verloren? Ganz genau. Er hat mein Leben verändert und ich würde mich gerne bedanken. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800-777-3344. 777 und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. Wir machen kurz Werbung und dann wollen wir wissen, wen ihr sucht. Ruft an! So, hier ist noch meine Handynummer. Ist das eine 2 oder eine 7? Das ist eine 7. 0173 90 76 34 29 58. 0173 90 76 34 29 58. Hallo, wer alles ist klar, das? Danke. Ja, hallo, wie heißt du? Nico. Wie geht's? Danke, danke, mir geht's gut. Mein Gott. Wie geht's dir? Nicht so gut. Nicht so gut? Warum nicht so gut? Meine Tasche. Meine Tasche. Tasche verloren. Oh, okay. Moment. Du hast deine Tasche verloren. Wie ist das passiert? Hallo? Oh, hallo. Wer bist du denn? Entschuldigung, ich bin nicht Nico. Mein Name ist Lisa. Nico spricht nicht so gut Deutsch. Er sucht seine Tasche. Seine Tasche ist schwarz und... sie hat einen Aufnäher mit einem Fahrrad. Okay. Nikos Pass ist in der Tasche. Also wenn ihr die Tasche findet, dann gebt sie bitte bei der Polizeistelle Ost ab. Die ist in der Schreinerstraße 144. Schreinerstraße 144? Nein, Schreinerstraße mit R. S-C-H-R-E-I-N-E-R. Und die Hausnummer ist die 144. Danke euch. Viel Glück. Was war das denn? Entschuldigung. Hallo, Papa. Ah, hallo, Lisa. Hallo. Guten Tag. Jürgen Wohner, mein Name. Sie sind Nico? Ja, ich heiße Nicolas Gonzalez. Herr Gonzalez, freut mich sehr. Setzen Sie sich doch bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist Ihr Geburtsdatum? Ich meine, wann haben Sie Geburtstag? Geburtstag. Geburtstag. Mhm. Adresse?
Wir nehmen meine Adresse. Ich wohne in der Wagnergasse 136. Ihre Passnummer. Passnummer. Mein Pass ist weg. Oh, das ist nicht gut. Das ist Yara. Und wer ist Yara? My aunt. Seine Tante. Yara ist ihre Tante. Mhm. Ja, meine Tante. Wo wohnt Yara? Haben Sie eine Adresse? Ist Yara informiert, dass Sie hier sind? Does Yara know you are here? Is she waiting for you? Seine Tante weiß nicht, warum er hier ist? Nein. Warum ist er dann hier in Deutschland? Ich weiß es nicht, aber ich werde es rausfinden. Ich helfe Nico. Danke, Papa. Gerne. Wir telefonieren. Hab viel Spaß heute Abend bei der Party. Komm. Party? Hi. Hi. Hi, Lisa. Wer ist denn das? Das ist Nico. Hallo, ich bin Nico. Hallo, Nico. Ich bin Sebastian. Was machst du hier? Ich habe ein Problem. Meine Tasche ist weg. Und mein Handy und mein Pass sind auch weg. Und Yaras Adresse ist auch weg. Okay, das ist nicht so gut. Und woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ich wohne in Sevilla. Schön. Und wer ist Yara? Yara ist Nikos Tante. Er hat gesagt, sie hat hier einen Fahrradladen, aber er hat die Adresse nicht. Auch nicht so gut. Und wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Und du? Kommst du aus Deutschland? Ich bin 25 Jahre. Und ja, ich komme aus Deutschland. Und ich heiße Nina. Ich komme auch aus Deutschland und bin 23 Jahre alt. Hi. Kann Nico 2 Tage hier wohnen? Klar. Kein Problem. Willkommen in der Wagnergasse. Dankeschön. Herzlich willkommen. Und es gibt eine Party? Ja. Aber wir haben ein kleines Problem. Die Lampe ist kaputt. Kann ich? Na? Hat am Flughafen alles geklappt? Geht's Emma gut? Ja, Emmas Mutter sitzt im Flugzeug und Emma geht es gut. Die ist bei Lotte. Ey! Wow, die Lampe funktioniert wieder. Super, Nico, danke. Möchtest du etwas trinken? Trinken? Ja, trinken. Ein Getränk. Oder 2? Oder 3? Das ist Yara. Ja, sie ist hübsch. Sie lebt in Deutschland. Wohnt sie hier in der Stadt? Aber wo ist das? Kennt ihr Yaras Fahrradladen? Mm-mm. So, was möchtet ihr trinken? Was gibt es denn? Wir haben Apfelsaft, Wasser, Bier, Wein, Cola und Limonade. Also ich nehme ein Bier. Wir haben auch Kaffee und Tee im Angebot. Bier, danke. Alles klar. Für mich bitte einen Kaffee. Mit Milch und Zucker? Ja, mit viel Milch, aber wenig Zucker. Aber ich mach das. Was ist mit dir, Nico? Hast du auch Durst? Was möchtest du trinken? Cola, bitte. Alles klar, dann nehme ich Limonade. Also, Freunde, ich habe eine Idee. Wir posten das Foto von Yara bei Book und fragen, wer kennt diesen Fahrradladen? Und so finden wir die Adresse raus. Ja, vielleicht. Habt ihr Hunger? Hunger, hungry? Ja. Hier sind die Speisekarten. So. Also dann Prost. Ja, Prost. Prost. Wo ist Navi? Ist der nicht hier?
Hey, Navin. Möchtest du etwas essen? Was gibt es denn? Sushi, Pizza, Salat. Okay. Nico, was möchtest du essen? Ich möchte eine Pizza, bitte. Hier, das ist die Speisekarte von unserem Lieblingsitaliener. Danke. So, Nico. Das ist Navin, Navin, Nico. Hallo, ich bin Nico. Nico, bist du der Nico aus dem Radio? Ja, Nico war im Radio. Du suchst deine Tasche? Ja. Leute, die Speisekarte. Was nehmt ihr? Ich möchte eine Pizza mit Thunfisch. Sehr gut. Ich nehme auch eine Pizza mit Salami. Und Nico, möchtest du eine Pizza mit Thunfisch, eine mit Salami oder eine mit Tomatenmozzarella? Ich nehme eine Pizza mit Salami, bitte. Gut. Und ich nehme wie immer meine Pizza Hawaii ohne Schinken. Pizza Hawaii? Mhm. Das ist eine Pizza mit Ananas und Schinken. Nina liebt Ananas, sie ist aber Vegetarierin und deshalb nimmt sie die Pizza jedes Mal ohne Schinken. So, und ich bestelle. Wo ist mein Handy? Danke. Ach, eine Nachricht auf Book? Das Foto. Aha. Ihre Bestellung. Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Zusammen. Was kostet das? Gut, Moment. Die drei Pizza mit Salami sind 22,50. Dann haben wir eine Pizza Thunfisch, eine Pizza Hawaii ohne Schinken, 18 Euro. Das macht zusammen 40,50 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Ich zahle bar. Hier sind 45 Euro. Das stimmt so. Danke. Hier ist die Rechnung. Tschüss. Danke. So. Wer bekommt die Hawaii ohne Schinken? Ich. Tonno? Ja. Salami? Salami ich. So, Salami. Danke. Und noch eine Salami. Wie viel kostet die Pizza? 10 Euro plus Trinkgeld. Und du bist eingeladen. Dankeschön. Das ist vielleicht die letzte Pizza, die ich hier essen werde. Stimmt. Navin geht weg. Das ist eine Bye-Bye-Party. Eine Abschiedsparty. Abschiedsparty. Guten Appetit jetzt. Hey, schön, dass ihr da seid. Hallo, Navin. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Cool, danke schön. Prost. Prost. Was ist das? Das ist eine Sehenswürdigkeit in Köln. Der Kölner Dom. Warst du schon mal in Köln? Kennst du die Stadt? Nein. Warst du noch nie in Deutschland? Oder in Österreich? Oder in der Schweiz? Jetzt habe ich Geschenke aus Köln, Hamburg, Düsseldorf, Heidelberg und Berlin. Und welche Städte kennst du schon? Ich war schon mal in Hamburg und in Köln. In Heidelberg war ich noch nie. Nächste Woche fahre ich nach München. Was ist das? Das ist das Brandenburger Tor. Eine Sehenswürdigkeit in Berlin. Kennst du Berlin? Nein. Aber Nina war schon mal in Berlin. Und Sebastian, ihr wart schon mal in Berlin, oder? Wir beide waren schon mal in Berlin, ja. Wir waren sogar am Brandenburger Tor. Nico? Alles gut? Kein Kommentar? Komm, wir spielen ein Spiel. Nico! Komm und spiel mit. Also, es gibt vier Teams. Team Osten, Team Süden, Team Westen und Team Norden. Ja? Team Süden. Süden? Hier, das ist Süden, das ist Norden, das ist Osten und das ist Westen.
Hi, ich bin Nico. Ich komme aus Spanien, aus Sevilla. Spanien, das ist im Süden, oder? Im Süden von Europa. Ja, Sevilla ist im Süden von Spanien. Und du? Ich bin Selma. Ich komme aus Syrien, aus Damaskus. Damaskus, das ist... Damaskus ist auch im Süden. Im Süden von Syrien. Komm jetzt, wir gewinnen. Gewinn? Nico spricht noch nicht so gut Deutsch. Wir gewinnen. Gewinnen. Okay, alle. Gewinnen. Na gut, dann fangt ihr an. Tada! Wir waren gut. Komm, gehen wir tanzen. Ja. Mama? Ja, ich komme. Entschuldigung. Tada! Oh, wow, was ist das denn? Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Ihr müsst die Fähnchen zuordnen. Das ist ja einfach. Also, Köttbullar isst man in Schweden. So. Warst du schon mal in Schweden? Nee, aber ich fahre nächstes Jahr nach Norwegen. Nimmst du mich mit? Klar. Navin, du gehst nach Frankreich. In Frankreich isst man gern Käse. Ja, gar nicht so schlecht. Und du, Sebastian? Hier, gib her. So. Also, Sushi isst man in Japan und in Italien isst man Pizza. Super. Und Nico, was isst man in Spanien? In Spanien isst man Gazpacho. Oh, perfekt. Und du wohnst in Frankreich? Bald, ja. Ich habe da einen Job. Cool. Naja. Ich mag Deutschland. Ich auch. War die Party gut? Sehr gut. Die Party war super. International, oder? Marc kommt aus Frankreich, Sascha aus Russland und Selma aus Syrien. Selma, ist sie, Refugee? Ja, sie ist ein Flüchtling. Flüchtling. Darf Selma in Deutschland bleiben? Keine Ahnung, sie hat noch keine Aufenthaltserlaubnis. Sie spricht sehr gut Deutsch. Stimmt, sie macht einen Deutschkurs und lernt sehr schnell. Und welche Sprachen sprichst du, Nico? Englisch? Naja, ein bisschen. Und Spanisch und ein bisschen Deutsch. Ja, ich spreche Spanisch, ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Mhm. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Englisch und Italienisch, aber sehr schlecht. Woher kommst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich komme aus Thailand. Ich spreche Thai, Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wow. Freunde. So, kommt mal schnell her. Das Foto von deiner Tante Yara. Es gibt eine Antwort und eine Adresse. Stifte und das Buch. Ich muss zum Unterricht. Lisa gibt Deutschkurse in einer Sprachschule. Lisa ist Lehrerin. Sie unterrichtet Deutsch. Du bist eine Lehrerin? Aha. Die Stifte.
die Brille und... Und wie heißt das hier auf Deutsch? Das Buch, danke, Nico. Emma wartet auch schon. Kein Problem, Lisa, ich hole Emma. Echt? Oh, danke, du bist echt die Beste. Und nach dem Unterricht fahren wir zu Yara, okay? Ja, August Strausberg, Gasse 23. Ja, ja, genau. Lisa! Der Schlüssel. Also, was ist das? Das ist eine Tafel. Sehr gut. Kannst du das bitte buchstabieren? T-A-F-E-L. Super, Rana. Der Tafel. Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Das Tafel. Die Tafel. Nomen und Artikel gehören immer zusammen. Der Stuhl, die Tafel, das Buch. Kennt ihr noch andere Nomen mit Artikeln? Die Tasche. Richtig, die Tasche. Das ist eine Tasche. Das ist auch eine Tasche. Und das ist die Tasche von Jenny. Die Tasche, eine Tasche. So, und jetzt alle Post-its schreiben, das Wörterbuch hilft. Wiedersehen. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wiedersehen. Oh, entschuldige. Hallo, hier die Sabrina. Ah ja, die Anzeige im Internet. Ja, wir suchen immer noch. Ja, die Wohnung hat eine Terrasse. Nein, im Haus ist kein Aufzug. Nein, eine Garage haben wir nicht, aber komm doch erst mal vorbei. Einen Moment bitte. Ein Stift. Wo ist mein Stift? Hast du einen Stift? Nein, ich habe keinen Stift. Oh. Ein Zettel. Ich brauche einen Zettel. Hier. Ein Zettel. Okay, also 3:30 und dein Name ist Marvin Graupner? Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss. Das war ein Bewerber für Narvins Zimmer. Bewerber? Ja, Narvin geht doch nach Frankreich. Wir suchen also einen Mieter für Narvins Zimmer. Er kommt heute noch. Aber jetzt gehen wir erstmal zu deiner Tante. Die Tür. Die Tür, ja. Richtig. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist groß und rot. Das Auto. Das Auto ist rot, aber es ist nicht groß, es ist klein. Das Haus. Ja, richtig. Du bist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mhm. Und das ist groß und klein. Ich glaube nicht. Ah. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist groß und gelb. Das Haus? Ja. Das hier ist die August-Strausberg-Gasse 23. Aber wo ist der Fahrradladen? Hier ist kein Fahrradladen. Ja, aber wir sind richtig. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist nicht da. Die Adresse ist falsch. Es gibt hier wirklich keinen Fahrradladen. Es tut mir leid, Nico. Komm.
Nico? Hm? Wir haben ein Problem. Ein Problem? Ja, ein Problem. Du kannst nur noch 2 Tage in der WG bleiben, dann musst du umziehen. Verstehst du? Okay, kein Problem. Unsere Heizung ist kaputt. Sebastian, Nina, Navin und ich fahren dann in Urlaub. Du bist nicht da. Ich suche mal ein Hotel. Nein, das ist sehr teuer. Eine Jugendherberge ist besser. Jugendherberge? Ja, eine Jugendherberge oder ein Hostel. Jugendherbergen und Hostels sind nicht so teuer wie ein Hotel. Viele junge Leute übernachten dort. Und ich frage meine Freunde und Bekannten, vielleicht haben sie ein Zimmer frei. Okay, danke. Du willst dir das Zimmer anschauen? Ja, ich suche eine neue WG. Wir haben telefoniert, ich bin Lisa Brunner. Cool. So, das ist die Wohnung. Hi, Lisa. Das ist... Marvin. Hi. Marvin möchte dein Zimmer sehen. Ah, hi. Ich bin Marvin. Freut mich. Hi. Schon okay. Wo ist Emma? Draußen mit Nina. Okay. Okay, dann fangen wir an. Das ist das Wohnzimmer. Die Fenster sind groß und das Zimmer ist hell. Cool. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Es gibt 5 Zimmer, eine Küche und ein Bad. Ja, dann komm mal mit. Los, 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 komm! Das Zimmer ist bald für mich. Ganz schön groß. Wie viele Quadratmeter hat das Zimmer denn? Ich glaube, es hat 10 Quadratmeter, oder? Das Zimmer hat 11 Quadratmeter. Hm. Ja, und es ist sehr ruhig. Keine Autos. So. Das ist die Küche. Die Küche ist sehr gemütlich. Hier sitzen wir oft. Wie teuer ist das Zimmer? Die Miete kostet mit Nebenkosten 400 Euro im Monat. Okay. Ich nehme das Zimmer. Super. Es kommen noch andere Interessenten, aber wir rufen dich an. Ja, cool. Na dann. Tschüss. Hi, Mils. Du bist Wolfgang, oder? Ja, aber alle sagen nur Wolf. Hi, Wolf. Nice, das ist das Wohnzimmer, hm? Ja, genau. Der Tisch, der ist nicht schön. Die Stühle sind alt und der Schrank ist viel zu groß. Das Sofa, das stellen wir da an die Wand. Und in die Ecke kommt mein Schlagzeug, die Drums. Ist doch super, da können wir zusammen jammen. Und da an die Ecke, Teppiche, wir brauchen viele Teppiche, Lampen und Kissen zum Chillen. Wir melden uns bei dir, ja? Ja. Wow. Das ist mein Zimmer. Vielleicht bald dein Zimmer. Ist das auch deine? Oh! Nein, das ist meine. Die habe ich schon gesucht. Danke, Ulla. Ist das mein Bad? Nein, wir haben nur ein Bad. Hier duschen alle. Alle. Hier ist es nicht sehr sauber. Wie oft putzt ihr denn? Naja, das kommt drauf an. Ist es dreckig, dann putzen wir. Und wie sind die Nachbarn? Die sind nicht zu laut, oder? Doch, die sind super laut und nicht nett. Na dann? Na dann, wir rufen dich an. Okay. Tschüss. Thank you.
Was für eine Katastrophe. Ich glaube, wir finden nie einen Mieter für Nervins Zimmer. Ach, die Sprachschule. Oh nein. Was ist denn? Was ist? Meine Kollegin Manja ist krank. Ich mache morgen Manjas Unterricht. Das ist doch super. Ja, und was mache ich mit Emma? Wann beginnt der Kurs? 9. Das geht nicht. Wann arbeitest du morgen? Ich arbeite morgen von 8 bis 12. Und nach dem Mittagessen habe ich Volleyballtraining und das Training ist von 2 bis 4. Und du, Narwin, wann hast du morgen Uni? Ich bin von 9 bis 5 in der Uni. Also den ganzen Tag, tut mir leid. Was macht Nina morgen? Nina hat morgen um 8 einen Termin beim Arzt. Und danach ist sie von 10 bis 3 in der Schule. Es gibt keine Lösung. Ich rufe Manja an. Wir sagen den Unterricht ab. Nico ist doch da. Wie bitte? Nico, passt du morgen auf Emma auf? Emma, Babysitting. Ja, gerne. Emma steht um 6:30 auf, danach putzt sie Zähne. Das ist wichtig, Emma, okay? Ich putze immer meine Zähne. Immer oder manchmal? Fast immer. Okay. Zum Frühstück isst Emma normalerweise Müsli mit Milch, aber manchmal isst sie auch einen Apfel. Und zum Mittagessen gibt es oft Gemüse. Gemüse. Ja, Gemüse. Tomaten, Salat, Brokkoli. Mittagessen gibt es um 12. Von 2 bis 3 Uhr macht Emma normalerweise Hausaufgaben. Und von 4 bis 4:30 übt sie Flöte. Ich kontrolliere das. Ja, ja. Und du siehst nicht fern und nach dem Spielen räumst du auf. Ich möchte hier kein Chaos haben. Kein Problem. Ich weiß. Morgen ist dann die Vater. Danke, Nico. Ich bin morgen gegen 6 zum Abendessen wieder zu Hause. Hallo. 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 Was ist das denn? Abendessen. Das sehe ich. Wie war dein Tag, Tante Lisa? Gut. Und wie war euer Tag? Super. Ich koche total gerne Gemüse. Ja, ich auch. Du spielst sehr gut Flöte. Meine Ferienwoche. Am Montag spiele ich mit Tante Lisa draußen Fußball. Am Dienstag gehe ich zum Musikkurs. Du gehst zum Musikkurs? Ja, manchmal. Am Mittwoch wasche ich mit Opa das Auto. Am Donnerstag räume ich mein Zimmer auf. Das glaube ich nicht. Am Freitag sehe ich fern. Am Samstag stehe ich spät auf. Am Sonntag? Am Sonntag koche ich mit Nico Paella. Oh ja. Bist du fertig? Ja. Cool. Ich lese gleich noch ein Buch für die Schule und dann gehe ich ins Bett. Ah. Was machen wir am Wochenende, Tante Lisa? Wir schlafen noch erst lang aus, dann mache ich das Frühstück und dann gehen wir ins Kino? Vielleicht. Und dann mache ich noch meine Hausaufgaben. Aufwachen. Emma frühstückt Müsli. Müsli. Emma, machst du jetzt bitte die Hausaufgaben? Keine Lust. Es sind Ferien. Sehen wir fern? Nein. Zuerst machen wir die Hausaufgaben, dann räumen wir auf und dann sehen wir fern.
Was ist das? Unsere Öffnungszeiten. Wir haben von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Am Montag haben wir leider geschlossen. Ja. Danke. Tschüss. Magst du noch eine Limonade, Nico? Ja, ich nehme noch eine Limonade. So. Es ist 12 Uhr. Das Mittagsangebot beginnt jetzt. Ja. Was gibt's denn heute? Heute gibt es Rouladen mit Rotkraut und Kartoffeln oder Fisch mit Gemüse oder die türkische Linsensuppe. Vielleicht nehme ich den Fisch. Mhm. Nein, die Suppe. Oder warte, die Rouladen. Ich nehme die Rouladen. Sicher? Bitteschön. Dankeschön. Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Es ist 12 Uhr. Du wartest auf Lisa, oder? Mhm. Kommt sie um 12:15 oder um 12:30? Um 11:30. Oh. Normalerweise ist sie pünktlich. Das ist Marek, hier ist Tarek. Hallo Lisa. Nico. Ja, der ist hier. Okay. Ich sage es Nico. Bis gleich. Tschüss. War das Lisa? Ja, sie kommt um 12:15. Also um 12:45 Uhr. Ich meine, sie kommt in 45 Minuten. Das Bewerbungsgespräch dauert länger. Okay, ich verstehe. Ich bin übrigens Tarek. Hallo, ich bin Nico. Oh, Nico. Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Max, ja. Kannst du morgen vielleicht etwas früher kommen? Morgen ist doch der 22. und ich habe um 12:30 einen Termin. Ja, kein Problem. Übermorgen auch? Übermorgen? Also am 23. Kleiner Tipp, morgen ist der 22., dann ist übermorgen der 23. Sehr witzig. Nein, übermorgen habe ich mittags keine Termine, nur morgen. Okay, aber denkst du dran, vom 1. bis zum 7. November habe ich nochmal Frühdienst? Vom 1. bis zum 7. November? Ja, das habe ich auch so in meinem Kalender stehen. Gut. Okay. Das ist Marek, hier ist Tarek. Hallo. Ja, auch am Wochenende öffnen wir morgens um 9 und schließen abends um 11 Uhr. Ja. Heute Abend. Sie möchten einen Tisch reservieren. Um 7:15. Tut mir leid, wir haben leider erst um 7:45 einen Tisch frei. Am Fenster, natürlich. Alles klar. Okay, wir freuen uns auf Sie. Danke, auf Wiederhören. Danke, Nico, für deine Hilfe. Das mache ich gern. Max, Tarek, hey. Wie geht's? Hallo, Janis. Uns geht's gut, danke. Wie geht's euch? Sehr gut, danke. Wir hätten gern zweimal das Mittagsmenü mit Fisch. Sehr gerne, setzt euch. Getränke wie immer? Wie immer, Tarek. Sind das deine Freunde? Ja, wir spielen oft zusammen Fußball. Apropos Max, wann spielen wir mal wieder zusammen Fußball? Diese Woche? Nein, diese Woche kann ich nicht, aber nächste Woche geht's. Am Freitag oder Samstag? Samstag kann ich nicht, da treffe ich Anna nachmittags im Schwimmbad. Dann treffen wir uns am Freitag, geht das? Ja, das geht. Ah, nee, Moment, das geht doch nicht. Robert kann am Freitag nicht. Ah. Dann sind wir nur 7, oder? Max, Julius, Linus, Daniel, Janis, Lasse und ich. Wir brauchen eine 8. Person. Spielst du mit uns Fußball? Hast du Lust? Fußball? Ja. Wann? Wir treffen uns nächste Woche am Freitag. Um wie viel Uhr, Max? Um 1? Das ist zu früh. Ich kann das um 2. Also, nächste Woche Freitag um 2 Uhr. Und wo? Wir treffen uns hier im Restaurant. Okay. Ich spiele gerne Fußball. Super. Nico, Entschuldigung, ich bin viel zu spät. Ich bin viel zu spät. Normalerweise bin ich nicht so unpünktlich. Hallo, Lisa. Hallo. Na, wie geht's? Geht so. Der Verkehr ist eine Katastrophe und ich war eine halbe Stunde im Stau. Stau? Ja, Stau. Das heißt, es sind so viele Autos auf den Straßen. Es geht alles sehr langsam. Nico braucht ein Zimmer.
Ach ja, eure Wohnung wird renoviert. Ja, unsere Heizung ist kaputt und Navin, Nina, Sebastian und ich fahren übermorgen in Urlaub. Das Hostel. Es sind keine Zimmer mehr frei. Keine Zimmer? Nein, alle Zimmer sind reserviert. Keine Chance. Oh. Nein. Wie lange bleibst du denn in Deutschland? Nikos Tasche und sein Pass sind immer noch weg. Das ist wirklich ein Problem. Hostel. Pappalapapp. Ich habe doch Platz. Der nette junge Mann kann gerne ein paar Tage bei mir wohnen. Inge. Komm einfach vorbei. Hier ist meine Adresse. Danke, Frau. Inge, mein Lieber. Also, bis morgen dann. Bis morgen. Tschüss. Danke, Frau Inge, mein Lieber. Das ist die Adresse und die Telefonnummer. Ich kenne die Adresse. Ich komme morgen mit. Das ist super. Wohin gehst du? Ich habe gleich ein Bewerbungsgespräch. Was ist dein Beruf? Arbeitest du nicht als Lehrerin? Doch, ich bin Lehrerin für Deutsch und Englisch, aber ich habe keine feste Arbeit in einer Schule. Und die Sprachkurse? Die Sprachkurse sind nur ein Nebenjob. Jetzt brauche ich eine richtige Arbeit. Viel Erfolg. Viel Glück. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen. Arbeitest du schon? Welchen Beruf findest du gut? Möchtest du auch Lehrer werden? Meine Eltern sagen, Ingenieur ist gut. Und du? Ich war lange in einer Bank. Ich bin Bankkaufmann. Das verstehe ich nicht. Du hast auch ein Restaurant. Stimmt. Zusammen mit Tarek. Tarek ist eigentlich Elektriker vom Beruf. Warum? Naja, wir finden die Arbeit im Restaurant interessant. Es macht Spaß. Und hier sind Tarek und ich die Chefs. Du arbeitest also gerne im Restaurant? Ja. Ich mag meine Arbeit. Und Tarek auch, oder Tarek? Klar mag ich meinen Job. Und du findest bestimmt auch noch eine gute Arbeit. Tschüss, ihr Lieben. Der Fisch war sehr lecker. Das freut uns. Wir sehen uns nächste Woche beim Fußball. Ja, bis dann. Am Freitag um 1. Nein, Janis, wir sehen uns am Freitag um 2. Max? Ja? Was muss ein Bankkaufmann machen? Ein Bankkaufmann? Geld zählen? Ja, manchmal muss ein Bankkaufmann auch Geld zählen. Und ein Bankkaufmann muss Kunden beraten, er muss Finanzen überprüfen und Termine mit Kunden organisieren. Ah, okay. Es ist viel Büroarbeit. Büroarbeit? Ja, Büroarbeit. Du musst zum Beispiel E-Mails schreiben und Verträge unterschreiben und natürlich immer schön freundlich sein. Das müssen wir im Restaurant. Ja, aber nicht immer. Und ein Elektriker? Ein Elektriker muss Geräte installieren oder er repariert etwas. Das klingt cool. Das ist es auch. Aber Max hat recht. Hier sind wir die Chefs, das ist besser. Das mag ich. Ja, wir müssen viel arbeiten, aber die Arbeit ist super. Cool. Was ist das denn? Oh nein, das ist Lisas Mappe. Die braucht sie. Ja, na los. Bring Lisa die Mappe. Komm,